Willkommen zum großen Preis der USA. Wir sind kurz vorm Saisonende und müssen jetzt vor allem jetzt in dieser Qualifikation alles rausholen und dann möglichst noch die Weltmeisterschaft zu erlangen. Allerdings kenne ich diese Strecke nicht mehr so wirklich und muss mich versuchen, schnell daran zu gewöhnen, denn Fehler sind fatal, vor allem in dieser Phase der Saison. Okay, die erste Kurve haben wir ganz ordentlich genommen. Also ich muss sagen, diese Strecke kenne ich irgendwie nicht. Ist sie neu? Also mit neu meine ich jetzt so die letzten 2-3 Jahre oder 4 Jahre. Ich habe gerade so eine andere Strecke im Kopf, wenn ich an USA denke. Keine Ahnung, welche genau. Au, oh, Mist. Au, oh, au, oh, au, oh, verbremst. Was heißt verbremst? Wir haben vergessen zu bremsen. Ah, so dicht hinter Hamilton, beziehungsweise Rosberg jetzt. Wieso Rosberg? Immer dieser Rosberg, das ist unfassbar. Ich glaube, diese Strecke kenne ich wirklich gar nicht. Sie sagt mir zumindest nichts. Nein! Ach gut. Ich dachte schon, wir hätten uns stärker verbremst. Aber wieder Platz 3. Darf nicht wahr sein. Schaffen wir es auf die Pole? Hamilton oder wir? Ach gut, 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 gut. Rosberg Dritter ist auch gut. Also Platz 20 wäre mir lieber für den Nico, aber 3 ist auch ganz in Ordnung. Okay, also sind wir hier ganz in Ordnung unterwegs, würde ich mal sagen. Und haben auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Streckenkenntnis angeht. Lass uns mal direkt ins Rennen steigen, um keine Zeit verlieren zu so. Diese Strecke ist mir wirklich komplett neu. Austin, Texas zu einem hoffentlich aufregenden Renntag. Der Start um 14 Uhr rückt näher. Schauen wir. Gab es früher nicht eine andere Strecke in den USA? Oder ist das dieselbe nur ein bisschen anders geformt bzw. umgebaut oder was auch immer? Naja, aber jetzt heißt es erstmal lebendig durch die erste Kurve kommen. Und das haben wir auch zum Glück geschafft. Diese Strecke hat extrem viele Kurven. An manchen Orten. So gut wie gar keine Geraden. Ich finde sie schon sehr fordernd. Naja, wir müssen jetzt hier wirklich extremst konzentriert sein. Und wie ich sehe, ist Rosberg schon Zweiter. Wieso? Wenn Rosberg immer Zweiter wird, dann können wir jedes Rennen gewinnen und werden trotzdem keine Weltmeister. Das ist nicht wirklich gut. Aber was soll's, jetzt erstmal nicht auf die Gegner konzentrieren, beziehungsweise auf die WM, sondern einfach nur auf dieses Rennen und versuchen, es nach Möglichkeit zu gewinnen.
Und alles andere können wir eh nicht beeinflussen. Mehr oder weniger nicht. Wir haben schon einen gehörigen Vorsprung. Jetzt, wo wir die Strecke besser kennen, merkt man direkt, was man hier noch rausholen konnte in der Qualifikation. Aber sie gefällt mir. Sie hat jetzt... Also, was heißt gefällt mir? Also, so eine Durchschnittsstrecke, würde ich mal sagen. Hat jetzt nichts Besonderes, wie ich finde, bis auf die vielen Kurven. Aber so vom Feeling her ist sie... Ja, Durchschnitt. Oh. Da haben wir ein bisschen abgekürzt. Das sollte nicht regnen. Wenn sich eine Sturzflut entwickelt, lassen wir es dich nicht wissen. Bitte kein Regen. Hamilton ist nur 3/10 hinter Rosberg. Kann er ihn nicht überholen? Oder ist das etwa eine Teamorder? Dass sie den Nico vorne lassen sollen. Beziehungsweise, dass Hamilton den Rosberg vorne lassen soll. Das wäre nicht so super. Oh, verbremst. Alles klar, Jeff. Jeff und ich, wir sind schon ein tolles Team, oder? Wie heißt eigentlich Jeffs Berufsbezeichnung? Ist er jetzt der Ingenieur oder was genau? Oder heißt er Durchsagetyp? Er ist doch mein Renningenieur, oder? Kennt mich da nicht so perfekt aus, wie man merkt. Nimm mal die fette Benzin wir schon. Haben jetzt genug Vorrat gespart. Das war wieder ein Pinöppel. Okay, das
Das war eine schlechte Runde. Eine 1,44,6. Natürlich liegt das auch daran, dass die Reifen abbauen, aber naja. Doch, ich hab schon bemerkt, Chef. Ich bin ja nicht blind, Chef. Kann schon ganz gut merken, wenn die Reifen sicher, aber langsam abbauen. Komm, Hamilton, überhol doch mal den Rosberg. Das nervt, wenn er immer Zweiter wird. Das heißt immer Zweiter, er wurde meistens Erster. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Das ist gut. Ich muss gleich mal erstmal herausfinden, wo die Box überhaupt ist. Nicht, dass wir vorbeifahren oder so. Ah, hier, okay. Oh. Super. Schön. Naja, zum Glück haben wir einen kleinen Vorsprung und sodass das nicht allzu schlimm sein wird, dass der Boxenstopp ein bisschen länger jetzt dauern wird. Ja, ich fahr doch schon. Ach, scheiße. Mann. Ich wusste nicht, wann wir die Kontrolle übers Auto kriegen. Deshalb habe ich einfach mal zur Sicherheit gebremst und ist einfach wie ein Verrückter da reinzufahren. Oh, jetzt sind wir hinter den beiden. Puh. Kein Risiko eingehen. Wir haben genug Vorsprung. Und die gehen wahrscheinlich gleich eh in die Box, also immer mit der Ruhe. So. Ihn hätten wir schon mal. Oh. Boah. Da wollte gerade auf unsere Linie ziehen und dann abbremsen. Das war gefährlich. So, das war der Grosjean. Keine Verwarnung. Das wundert mich jetzt. Ah, da ist der Hamilton. Und dann muss er noch in die Box. Uiuiui. Muss mich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren.
Puh. Oh. Haben die es gerade verkeilt? Es hat nichts falsch gemacht. Und etwa doch. Alles klar. Ja, komm, fahr noch ein bisschen rein. Alles klar. Super. Musste ja so kommen. Okay, musste nicht so kommen, aber... Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Das ist ja mal wieder super. Ist ja mal wieder super gelaufen. Was ist denn hier los? Oha! Ist nicht dein Ernst. Nice, hoff mal, dass es sich nicht auf die Leistung auswirkt. Du könntest kotzen. Warte, fühlt sich ganz gut an. Boah, die sind ja alle auf einem Fleck, das ist ja unfassbar. No, oh, puh, zum Glück. Diese Kurven sind gefährlich. Aber sowas von. Komm, geh vorbei, Alonso. Ich hab Angst. Fahren die etwa nicht mehr in die Box? Ich hatte doch so einen riesen Vorsprung. Wie kann das denn sein? Ja, natürlich war der Boxenstopp ein bisschen länger wegen dem Frontflügel, aber trotzdem. Boah, ich finde es hier extrem gefährlich zu überholen. Extrem. Und schwer vor allen Dingen. Das kostet mich einiges an Zeit. Okay, jetzt kommt eine gute Kurve zum Überholen. Lass mich in Ruhe. Wie auch immer das gerade war. Oh shit. Habe ich etwa so viel Zeit verloren? Das waren noch etwa 9 Sekunden Vorsprung. Also ich finde schon, dass ich mit dem Frontflügel ein bisschen schlechter fahre. Das kann doch nicht wahr sein, diese bescheuerte Kollision mit Grosjean oder wer auch immer das war. Ein 1,47, wow. Benzinupdate für dich.
Man merkt richtig, wie man nicht mehr so gut lenken kann. Es ist zwar nicht so unfassbar schön, dass es rein muss, aber... Das kann nicht wahr sein. Das kostet mir so viel Zeit. Das kann doch alles gar nicht wahr sein, Mann. Das wäre mehr als ein sicherer Sieg gewesen. Boah, ich könnte ausrasten. Könnte sowas von ausrasten. Bestzeit im zweiten Sektor, na toll. Sind die schon so weit weg? Irgendwas passt hier nicht, wie ich finde. Boah, ich komme gar nicht mehr so in die Kurven. Ich hatte doch so einen riesen Vorsprung. Wie können die denn so weit weg sein? Die müssen doch bestimmt noch in die Box. Einer nur, oder wie? Ja, wow. Und wo ist der Rest? Ja, sorry, ich kann nichts anders mit dem Frontflügel. Oh. Wie können die denn so weit weg sein? Boah, wie das nervt, dass ich nicht mal richtig um die Kurven komme. Warum soll ich in die Box? Wie viel Zeit ich verliere. 5-6 Sekunden, die ich auf jeden Fall schneller fahren könnte. Mindestens. Sekunden Rückstand. Ja, natürlich. Ich würde gerade am liebsten mein Auto einfach gegen die Wand fahren und aufhören. Ach ja. Warum soll ich dann in die Box? Wegen dem Frontflügel? Scheiß drauf.
So ein riesen Vorsprung. Dann kommt es nach dem Boxenstopp in diese, Gruppe rein. Ja komm, dreh mich, komm, mach noch was kaputt. Wieso auch nicht? Scheiß doch drauf, wir können eh nicht mehr Weltmeister werden. Bisschen riskieren. No risk, no fun. Kann gar nicht mehr fahren. Oh, wir kommen nicht mal mehr, in die Punkte wahrscheinlich, wenn ich so weitermache. Ach komm, ein, zwei Punkte will ich dann doch schon noch holen, ne? Ach, wie schön, wenn man gar nicht mehr fahren kann wegen dem Frontflügel. Ruhe, Jeff. Rosberg hat gewonnen und ist damit Weltmeister. Doch, das wollen wir. Ja, ich fahre jetzt noch in die Box, ganz klar. Zwei Punkte! Oder auch nur einer. Genau. Super Rennen, oder? Damit ist Rosberg Weltmeister. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Die waren so gut. Okay, wenn ich gerade so überlege, selbst wenn wir gewonnen hätten und Rosberg Zweiter wäre, dann wäre trotzdem Weltmeister. Aber trotzdem nervt mich das. Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei den letzten beiden Rennen, wo wir versuchen, vielleicht noch Zweiter in der Fahrer-WM zu werden. Ne? Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei der neuen Folge von Let's Play Formel 1 2015. Ciao.